Charakterköpfe, Persönlichkeiten und echte Münchner. Diese porträtiert Künstlerin Corinna Reißner am liebsten. Als Motiv für die Bilder wählt die Malerin meist exzentrische Personen. Dazu passt auch ihr expressionistischer Malstil. Mit der Kunst will Corinna Reißner allerdings mehr bewirken, als nur schöne Bilder zu malen. Ich versuche halt auch mit meinem Stil so ein bisschen der Jugend oder dem neuen Publikum diesen Stil so ein bisschen oder die Persönlichkeit näher zu bringen, ein bisschen modern zu halten, damit die Leute diese Persönlichkeit nicht vergessen, weil es sehr wichtig auch ist, in München die Personen zu kennen. Aufgewachsen in Oberbayern liegen der Künstlerin natürlich vor allem Münchner Persönlichkeiten am Herzen. Doch auch außerhalb ihrer Lieblingsstadt gibt es Personen, die die Malerin so sehr faszinieren, dass sie diese porträtiert. Deshalb heißt ihre Ausstellung auch Originale aus München und dem Rest der Welt. Angefangen hat es mit Marilyn Monroe, mit diesem einen Bild, mit diesem pinken Bild. Und da habe ich eigentlich so die Leidenschaft entwickelt mit den Porträts, mit diesen großformatigen, richtig großen. Und dann dachte ich natürlich, München ist natürlich die schönste Stadt der Welt, wie jeder weiß. Und deswegen hat sich das so ein bisschen bei mir entwickelt, weil auch München so viele tolle Persönlichkeiten hervorgebracht hat, wie zum Beispiel den Karl Valentin. Und genau bei diesem war es eine besondere Herausforderung, sowohl die fröhliche Persönlichkeit als auch das triste Leben in dem Porträt wiederzuspiegeln. Bei Karl Valentin ist es auch so eben, mit seinem ganzen Leben, das ist eigentlich ja eher düster. Sieht man am Hintergrund vielleicht eher so das Düstere im Hintergrund, sein Leben. Und er strahlt aber, sieht man auch jetzt diese Lichtreflexe im Bild, er strahlt und bringt seinen Humor einfach raus. Auch kuriose Erlebnisse hatte die Künstlerin bereits. Zum Beispiel, als sie sich mit dem FC Bayern-Star Franck Ribéry und ihrem Porträt des Fußballers fotografieren ließ. Er war dann so begeistert von diesem Bild, dass er es einfach gleich mit heimgenommen hat und dann war es halt weg. Dachte mir, okay. Er hat es cool gefunden, finde ich auch toll. Nur blöd, dass ich es halt für die Ausstellung eigentlich gebraucht habe und er dann aber doch noch bereit war, dieses Bild wenigstens für die Ausstellung wieder zurückzugeben. Am Ende hat der Bayern-Star sein Porträt gekauft. Ohnehin sind die meisten Werke bereits vergeben. Sie kosten zwischen 450 bis 1700 Euro. Für alle anderen Werke gibt es bereits Angebote. Noch bis zum 29. März läuft die Ausstellung Originale aus München und dem Rest der Welt in der Apobank in der Badstraße auf der Schwanthaler Höhe.